Komm, Daniel, hi, grüß dich, so. Hi, erstmal. Live aus Lichtenfels, oder? Live aus Lichtenfels. Genau. Also erstmal, coole Sache, freut uns, dass du da bist. Ja, und du siehst auch den Bildschirm von uns, oder? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Schau mal, dann lassen wir den noch aus der Regie raus freigeben. Ja, wie gesagt, wir können ja schon mal sprechen, du hörst uns ja. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Jetzt müsstest du uns auch sehen. Jetzt glatt. Jawohl. Perfekt. Also Ja. vielen Dank erstmal für die Einladung. Kein Problem, gerne. Nehme natürlich gerne den AC Lichtenfels auch als Aufsteiger des letzten Jahres. Und wollen mit dir einfach mal über ein paar Punkte sprechen. Wir haben ja noch eine kleine Agenda, wo wir mal einen Blick drauf werfen können zum Thema, was wir bundesligatechnisch besprechen wollen. Wenn der Fuchti mir die noch aufmacht, dann kann ich die auch anschauen. So. Genau. Also wir haben ja das im Moment, kann man ja mal erstmal vielleicht bei dem anfangen, wie bei der Anna auch, das Thema Corona. Ich denke, bei euch wird auch aktuell kein Training stattfinden. Wie sieht es da bei euch aus? Wie halten sich da die Jungs fit? Vielleicht auch nochmal der Unterschied zu den Jungs, die bei euch natürlich heimisch sind, oder auch zu den Spitzenathleten wie dem Hannes Wagner. Wie geht ihr damit aktuell um? Ja, aktuell ist bei uns auch die Trainingshalle leer, also jeder ist zu Hause, hält sich fit. Die Sportler haben halt von den Trainern Trainingspläne bekommen für Krafttraining, Ausdauertraining. Aber Mannentraining ist aktuell, wie bei allen anderen, ja nicht möglich. Ja, genau, ja, Mattentraining, also es ist halt auch recht schwer, sich dann da irgendwie vorzubereiten, denke ich, auf eine Bundesliga-Saison jetzt erstmal Eigentlich unmöglich, ne? eigentlich unmöglich, ja. Da auch irgendwie was zu planen mit den Neuverpflichtungen auch vor allem, wenn man da gar nicht weiß, findet statt oder nicht, Freigaben müssen gemacht werden. Wie funktioniert das bei euch im Moment mit den Freigaben? Ja, Geht da was? vielleicht springen wir erst mal kurz eins vor. Ich denke, du hast es ja auch mitbekommen, dass jeder Verband da jetzt im Moment sein eigenes Süppchen macht, ne? Ja. NRW hat seine Runde Ja. abgesagt. Der BRV und Hessen, die halten an dem Rundenstart im September noch fest. Und der DRB hat jetzt auf 20. Oktober verschoben. Ich meine, was sagst du dazu? Wie ist es für dich das? Was ist das für dich für ein Bild? Oder welche Meinung hast du zu dem Thema? Verschieben, absagen, dran festhalten, was wäre da eure Meinung oder deine Meinung? Im Ende jetzt so aktuell weiß ja noch keiner, wo die Reise eigentlich hingeht. Das sind ja ganz viele unbekannte Variablen und es wäre schon schön, wenn es dann einheitlich wäre, dass die Landesverbände und auch der DRB das dann einheitlich haben. Aber das wird sich jetzt zeigen. Die Fristen wurden ja alle erstmal nach hinten geschoben, in der Hoffnung, dass dann Klarheit herrscht. Ob das dann bis dahin Klarheit herrscht und dass man weiß, wie man das alles regeln kann, das wird man abwarten müssen. Aber ein bisschen skeptisch kann man da schon sein im Augenblick. Ja, na klar, aber ist jetzt sowas wie die Absage von vor 2 Wochen, glaube ich, schon fast in NRW. Jetzt ist aus meiner Sicht natürlich schon krass. Ja, es ist natürlich schon auch für die Sportler, die sich auf eine Saison freuen, schon eine Enttäuschung. Man muss dann aber auch sehen, dass das außenrum ja auch alles gestemmt werden muss. Jetzt ist die Rede davon, also gibt es als Vorschlag, dass man wöchentliche Corona-Tests macht, dass mit Abstandsregeln die Zuschauer reinkommen. Das weiß man ja gar nicht, wie man das umsetzen kann. Man muss ja dann auch ehrlich sein, dass wir keine Fußball-Bundesliga sind. So ist es ja. Ja, wir haben gar nicht die Dass wir Möglichkeiten. ja trotzdem viel mit Ehrenamtlichen im Umfeld arbeiten. Und da ist es dann auch zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Da muss man dann einfach mal abwarten, was die nächsten Wochen dann so bringen. Aber Spannung ist da noch drinnen, denke ich. Ja, also sehe ich auch auf jeden Fall so, dass es ja, das wird noch ein heißes Thema bleiben. Ich denke, man kann auch wirklich skeptisch sein, wie da eine Bundesliga aussehen soll. Besonders natürlich auch das Thema Reisebeschränkung ist ja dann auch so ein Thema für alle Bundesligisten. Ohne die Top-Ausländer
sag ich mal, haben es 70% der Mannschaften einfach schwer, überhaupt eine Mannschaft aufzustellen. Ne? Ja, vor allem muss man dann auch sehen, dass man eine zweite Mannschaft hinten dran hat, die da dann komplett auseinandergerissen wird. Weil außer Nürnberg wird es wenig Vereine geben, die dann noch eine dritte Mannschaft dahinter stehen haben. Und das muss man dann auch sehen, dass er dann der Unterbau zum Teil dann auch zerrissen werden kann, wenn man das dann ohne Ausländer durchführen würde. Ja, natürlich. Siehst du dann jetzt eigentlich natürlich die Gefahr, wenn sich die Verbände da unterschiedlich positionieren auch, dass es da einfach auch zu Verschiebungen kommt? Sagen wir jetzt mal, der DRB würde seine Saison absagen und die Oberliga sagt, sie kann an den Start gehen? Ja, also meiner Meinung nach sollte man sowas schon irgendwie schauen, dass man sowas verhindert, weil das ist ja auch in der Außendarstellung schon recht chaotisch dann. Ja, genau. Also ich würde es jetzt nicht so befürworten, wenn man das so macht. Genau, aber so, es zeichnet sich ja aktuell so ab, dass es einfach sehr uneinheitlich ist. Ne? Also da sind wir ja mal gespannt, wer da entscheidet. Irgendwann wird es da hoffentlich mal dann eine Sitzung oder geben, wie auf welchem Weg die dann immer stattfinden wird, dass man da mal einen Konsens findet und es dann einheitlich für alle dann auch durchziehen kann. Ja, genau, beim BHV war sie jetzt, glaube ich, bis, wie lange war die Frist da eingesetzt nochmal? Bis Ende September, genau, und dann gibt es diesen Videocall wahrscheinlich einmal. Ja. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, welche Auswirkungen hätte es für euch jetzt? Sag mal, was für Auswirkungen hätte es, wenn die Liga abgesagt wird für euch, für den AC Lichtenfels? Wäre das ein Weltuntergang? Wäre da viel dran verloren gegangen? Oder sagt ihr, das können wir kompensieren bis zum nächsten Jahr? Verschoben ist nicht aufgehoben oder wie es auch immer heißt. Ne? Nee, wirtschaftlich muss man es dann auch sehen. Wir würden das gut verkraften. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Vereinen ist. Also wir würden da jetzt keine Ängste haben, dass wir da als Verein untergehen. Wo man dann aber auch sagen muss, dass das Vereinsleben ja dann auch irgendwie noch erhalten bleiben muss. Also wirtschaftlich wäre es für uns jetzt, das heißt kein Problem, aber machbar. Das Drumherum, das kann man jetzt nicht hundertprozentig abschätzen. Muss man dann auch schauen, wie es dann wird, dass man überhaupt mal wieder ein Vereinsleben installieren kann. Also höre ich eigentlich so raus, ihr habt jetzt ja keine langlaufenden Verträge, wo irgendwas mit den Sportlern abgemacht ist. Ihr habt das Klassische, die Sportler kommen zum Kampf und dann ist die Leistung sozusagen zu erbringen. Genau. Haben andere Vereine wahrscheinlich ein anderes Konstrukt, ja. Nee, aber das ist jetzt nicht bei uns, dass wir feste Beträge haben, die ausgezahlt werden müssen. Und jetzt in der Situation ist es dann auch sehr beruhigend, das zu wissen. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Ne? Da hat man jetzt, kann man entspannter und flexibler handeln. Auch, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, wie wär's, drehen wir mal die Situation um, wie wär's, wenn die Saison jetzt durchgeführt wird und wir sagen mal, ohne Ausländer ist zum Beispiel die Auflage und nur mit bestimmter Zuschaueranzahl, keine Ahnung, ein Viertel der normalen Hallenbelegung oder solche Geschichten. Wäre das für euch was ihr handhaben könnt oder sagt ihr, nee, unter den Umständen können wir das gar nicht stemmen? Also es wäre schon, ich sag mal, in der Durchführung wäre das dann schon schwierig. Zum einen, dass man dann auch aus der zweiten kann man natürlich dann die Sportler hochziehen, dass man die Gewichtsklassen, die Ausländer besetzen, dass man die dann wieder auch mit eigenen dann besetzen kann. Aber das ist ja dann auch schwierig, wenn man sagt, man darf nur ein Viertel zum Beispiel der Zuschauer in die Halle lassen. Erstens mal ist es ja trotzdem ein großer Aufwand, da die Hygienevorschriften dann einzuhalten. Zweitens muss man dann auch sehen, dass da ja auch viele Eintrittsgelder und so dann verloren gehen, die ja trotzdem bei Vereinen mit eingeplant werden. Ja. Also beides schwierig, ich denke für alle auch. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es jetzt dann, wie gesagt, zum Ende Juni, ne, war das dann was entschieden ist, auf dem wir auch alle, dem wir dann alle fair umgehen können auch, ne? Ja, dass man eine konkrete Vorgabe hat, an der man sich dann orientieren kann und dann weiß, was kommt. Darauf warten wir alle, aber es wird früher oder später wird soweit sein. Ja.
Okay, dann schiebt man das Thema mal auf die Seite. Bis jetzt sieht es ja so aus, als würde es noch starten, Stand 20. Oktober. Ihr als AC Lichtenfels, ich meine, ihr seid 1978, habe ich mal nachgeguckt, 1989 und 2001 waren eure Aufstiege in die zweite Bundesliga damals. Seid auch da im Folgejahr direkt wieder abgestiegen und konntet euch jetzt dann eigentlich erstmal so 2007 festigen, dann auch in der ersten Liga. Und wart ihr dann da wirklich auch lange Teil in einer ziemlich starken Bundesliga-Zeit? Hab dann einen Rückzug gemacht 2014, weil ihr gesagt habt, okay, da können wir nicht mehr mithalten so. Und seid jetzt wieder 2018 aufgestiegen. Wie hast du oder welche Zeiten davon hast du miterlebt? Wie schwierig ist sowas für einen Verein, sich eine Liga höher zu etablieren? Wie viel Aufwand steckt dahinter? Muss man Personenzahlen erhöhen? Muss man einfach nur mehr arbeiten? Wie ist sowas, um diese Klasse zu halten? Wie viel mehr Aufwand, denkst du, muss man da so einplanen? Oder wie geht man damit um dann? Na, der Aufstieg von der Oberliga in die Bundesliga, also jetzt mal allein fürs Umfeld, ist dann schon viel. Also man muss dann auch viel, also man muss mehr machen und natürlich auch schauen, dass man die Zahl der Verantwortlichen drumherum, die sich mit kümmern, erhöht. Weil eigentlich ist es eine Bayernliga und eine Oberliga-Saison nicht vergleichbar mit einer ersten Bundesliga, allein das drumherum. Eine Bayernliga-Saison ringt man mit eigenen, da ist drumherum keine Organisation im Endeffekt. Also ist schon nötig, aber das ist wesentlich geringer, als man dann später in der Bundesliga dann auch wirklich dann hat. Also viele führen ja da immer die Kosten auch auf und sagen, ist finanziell für uns nicht zu stemmen, so ein Aufstieg. Ist das tatsächlich so? Ist das pauschal eine Aussage, die man so treffen kann? Ich meine, die Lizenzgebühr steigt also jetzt bei uns hier in Bayern von 8 auf 90 Euro pro Sportler. Klar, das ist in Prozenten viel, aber letztendlich ist das ein ziemlich verschwindender Betrag, oder? Na, eine Lizenzgebühr würde ich jetzt dann nicht festmachen für die Sportler. Aber es bleibt ja auch viel außenrum dann noch Zählergebühren. Und man muss dann auch ehrlich sein, dass die wenigsten Vereine dann sagen, sie steigen in die Bundesliga auf und machen das mit 10 eigenen Ringern und haben dann noch 3 in der Hinterhand, die auch aus der eigenen Jugend kommen. Und da braucht man natürlich auch mehr Etat für Sportler. Ist dann einfach so, das muss man dann auch irgendwie mit einkalkulieren. Und da ist es dann eben die Balance zu finden zwischen erfolgreich sein, sportlich die Klasse halten und das Ganze in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen dann eben fortzuführen. Ja, das wäre dann eigentlich auch so, wie ist eigentlich so eure Philosophie eigentlich vom Verein? Was verfolgt der ACL mit seiner Ringerstaffel? Wie siehst du das? Ja, wir haben jetzt ja ein Jahr Bundesliga hinter uns. Als Aufsteiger haben wir natürlich auch ab und zu auf die Socken bekommen und haben jetzt halt uns ja trotzdem teilweise auch ein bisschen verstärkt, versuchen das mit vielen Deutschen zu machen, vor allem mit Ringern aus der Umgebung, dass wir die immer eingliedern in die Mannschaft. Das ist auch unser Ziel, also eine Mannschaft zu kriegen, die dann auch mit vielen Sportlern aus dem Umfeld ringt. Das wird jetzt nie 100% bei uns funktionieren. Man wird immer angewiesen sein auf Ringer von außerhalb, aber so viel wie möglich soll dann aus den eigenen Reihen kommen. Ja, also ist ja auch so ein Konzept, was schon auch mehrere verfolgen, zumindest ja. In der Umsetzung das gern so hätten, ist natürlich nicht leicht, wie du sagst. Lichtenfels war schon immer dann ja in der Hessenecke dann auch mit, wo gute Sportler auch sind. Die dann für den AC an den Start ging. So war es ja auch in den Bundesliga, in den Erst-Bundesliga-Zeiten damals. Da vielleicht auch nochmal die Frage, nach dem Rückzug aus der Bundesliga waren ja, sag ich mal, 4 Jahre Bayernliga und Oberliga, auch mit schwierigen Situationen, Aufstiegspflichten, Nicht-Aufstiegspflichten in der Zeit. Hat sich nach dem Rückzug für Lichtenfels, hat sich zum Schlechten verändert oder habt ihr von da neu aufbauen können? Wie sind die Fans mit diesem Rückzug und der Oberliga-Saison umgegangen? Ich denke, es gab 2017, glaube ich, ja auch eine Saison, da wollte wirklich keiner
keiner Meister werden und keiner aufsteigen. Ja, wie war das? Wie ist so ein Neuaufbau dann einfach? Wie kommt der auch außen bei den eigenen Fans an? Also der Rückzug dann in die Bayernliga, der ist bei den Zuschauern eigentlich gut angekommen. Also klar gibt es immer welche, die eine andere Meinung zu dem Thema haben, aber prinzipiell kann man sagen, dass die Fans da mitgezogen sind, haben da minimal weniger Zuschauer gehabt als zu Bundesliga-Zeiten. Und man muss auch sagen, dass die 4 Jahre meiner Meinung nach schon sehr wichtig waren, um den Verein wirtschaftlich nochmal wieder neu aufzustellen, das Vereinsleben wieder neu zu sortieren und das wieder in geordnete Bahnen alles zu bekommen. Und das Jahr 2017 war natürlich dann schon das, so ein Knackpunkt mit diesem Nicht-Aufstiegskampf. Und es war dann auch ja 2018 für uns der Grund, dass wir sagen, so eine Saison können wir nicht mehr nicht ein zweites Mal noch machen, den Sportlern gegenüber und auch den Fans gegenüber. Und dass wir dann auch gesagt haben, 2018, wir ringen die Saison durch, immer mit der besten Mannschaft. Und wenn wir dann am Ende Platz 1 sind in der Oberliga, dann werden wir dann auch den Aufstieg in die Bundesliga angehen. Und so war es ja dann auch. Genau, so habt ihr es dann auch umgesetzt. Ich glaube, auch in dem Jahr gab es bei euch vereinsintern nochmal einiges an Veränderungen. Ist das richtig? Ja, nach 2018 haben wir dann schon alles noch ein bisschen neu aufgeteilt. Also noch das Drumherum auch neu aufgebaut für die Bundesliga. Und ja. Genau, also der Aufbau war wichtig, sagt ihr. Wie war es jetzt dann für die Mannschaft, die Verantwortlichen und auch für die Fans dann 2018, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt steigen wir auf. Kam dann wieder so ein bisschen was wie Euphorie auf? Wie wirkt sich das dann auch für die Sportler aus noch? Ja, das war am Anfang, es war natürlich, haben alle viele, gerade die Bundesliga-Zeit auch noch aktiv schon mitbekommen haben, sind viele mit gemischten Gefühlen reingegangen, dass ja trotzdem ein Riesensprung ist von der Oberliga in die Bundesliga, wo dann auch noch die zweite Liga als Mittelbau gefehlt hat. Dass es dann auch für viele eigene Sportler ein Riesenschritt war, die haben sich dann unter der Woche trotzdem engagiert im Training abgequält und sind dann am Samstag gegen Top-Leute ja nicht so zugekommen. Und das ist dann auch schwierig, da die Mittelbasis zu finden, aber ich denke, das haben wir relativ gut jetzt dann gelöst. Ja, ich denke, das ist auch bei allen Vereinen so. Man hat nicht nur Bundesliga-Ringer, das sind eher die wenigen, die man hat, die da auch wirklich sich dran hochziehen können oder mitreden können. Und das soll ja eigentlich das Ziel sein. Zumindest sehe ich das so, ja. Ja, es ist halt dann auch schwierig, das sind auch von jetzt auf gleich natürlich, ja, zwischen der Oberliga- und der Bundesliga-Saison zu machen. Und jetzt war auch dann bei uns die Überlegung, dass wir das halt dann den Weg, den wir einschlagen, haben wir jetzt fortführen und es dann Stück für Stück machen, um uns dann in der Bundesliga zu etablieren. Genau. Ja, wenn man mal auf das letzte Jahr so guckt, Platz 8 in der Liga Südost, also auf jeden Fall meiner Meinung nach in der stärksten Liga im Moment. In der ausgeglichensten Liga. Ausgeglichensten Liga, ja. Also Platz 8 mit keinem Sieg, aber wenn man mal guckt, ihr habt wirklich sehr viele knappe Kämpfe gehabt, da wo es auch um einen oder zwei Punkte hin oder her gehen hätte können, wo auch Siege sein können. Da war 12-13 gegen Halberg Moos, dann gegen Aue 12-14 und gegen uns, also gegen Nürnberg, sagen wir mal so, war auch eine enge Kiste, auch auf dem letzten Kampf. Also das hätte auch schon anders ausgehen können, die Saison. Ja, wir haben die 3 Kämpfe, die jetzt ihr angesprochen habt, das waren die Kämpfe, die bei uns eng waren, gerade gegen Nürnberg. Da haben wir bis 45 wahrscheinlich den Mannschafts-, im letzten Kampf 5 Minuten 40 den Mannschaftskampf gewonnen und dann in den letzten 10 Sekunden durch eine Aktion quasi den Kampf verloren. Das war dann schon bitter, weil das auch für die Mannschaft dann wichtig gewesen wäre, mal so den Wow-Effekt zu haben, jetzt den Kampf gewonnen zu haben, der dann auch für die Zukunft dann schon ein bisschen ein Löser gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Es pusht ja auch dann der Mannschaft so, wenn man mal weiß, okay, man hat hier jetzt einen Sieg geholt. Das tut auf jeden Fall der Mannschaft immer ganz gut. Wobei für uns die Siege gegen Nürnberg natürlich als Derby immer besonders gut ankommen bei den eigenen, bei den Fans, aber es hat nicht sollen sein.
Genau, aber wichtig ist ja, denke ich, ihr habt gesehen, ich meine, Heilberg, Moos knapp, Aue knapp, Nürnberg knapp, dass ihr da mithalten könnt. Ihr habt jetzt nochmal auch gut nachjustiert, wie ich finde. Deswegen sage ich, springen wir doch gleich mal in die aktuelle Planung 2020 für die Saison. Was war jetzt dann euer Fokus oder Anspruch für den Kader jetzt für 2020? Was wolltet ihr da verändern im Vergleich zum Vorjahr? Oder wo lagen die Probleme dann im Vorjahr? Ja, wir haben ja die eigenen gehabt, das waren wir dann mit dem Christoph Meixner und mit dem Tobias Schütz zwei eigene gehabt, die dann auch Weihnachten ihr Karriereende gehabt haben. Und dann mussten wir ja schon mal die zwei Gewichtsklassen neu besetzen. Da war ja dann auch, dass wir deutsche Ringer noch suchen. Und drumherum haben wir ja dann auch gehabt mit den Ausländern für die unteren und für die oberen Gewichtsklassen, gerade für 130 Kilo griechisch, dass wir da nochmal nachjustieren und da die Schwachpunkte im Kader, sage ich mal, jetzt nach und nach angleicht quasi ans Niveau der Bundesliga. Also im Prinzip kann man ja mal, vielleicht kannst du aus deiner Sicht sagen, wer aus dem letztjährigen Kader vielleicht, ja, wie soll ich sagen, enttäuscht hat oder die Leistung nicht erfüllt hat, die Erwartungen, die man hatte. Und wer vielleicht sogar ein bisschen besser performt hat, als ihr erwartet hättet? Ja, besser performt, muss man jetzt natürlich sagen, dass der Basti Hofmann jetzt zum Beispiel in 66 und dann da 71 Kilo Freistil, also richtig starke Kämpfe gemacht hat, auch ein Lukas Tomaschek in 71 und 75 Kilo Freistil, hat letztes Jahr wahnsinnig gute Kämpfe gemacht. Und da muss man jetzt dann auch sehen, die werden auch weiter in der Mannschaft bleiben. Was jetzt da für Enttäuschungen waren, das kann man jetzt, möchte ich jetzt so nicht sagen, aber es gab natürlich schon Schwergewichtskämpfe, wo man sagen muss, da muss man schon gegen 84 Kilo Mann gewinnen. Gut, okay, du möchtest jetzt nicht so direkt darauf eingehen, ich mach's mal trotzdem. Also ich denke, die Methode war jetzt nicht ganz so wie erwartet und auch 61 Greco, der Ungar, vielleicht auch nicht ganz so, wie ihr euch das vorgestellt habt, weil genau da habt ihr jetzt ja auch nachgebessert, ne? Ja, genau. Also das waren jetzt auch die zwei Punkte, wo wir jetzt gesagt haben, da müssen wir nochmal nachlegen, dass man dann nicht mit zu viel Minus dann reingeht. Gerade die von auswärts müssen wir dann trotzdem immer ein, zwei Punkte mehr holen, wenn man das Konzept mit den eigenen in der Mannschaft belassen will. Und dann war das auch dass wir dann in den Gewichtsklassen nochmal nachbessern. Wie es gelungen ist, werden wir dann sehen. Heuer oder vielleicht auch nächstes Jahr. Genau. Da kann man einfach mal, es ist ja schon auch einiges bekannt oder aus verschiedenen Quellen kann man ja schon ein paar neue Verpflichtungen auch entnehmen. Ich glaube, ihr wart da eigentlich schon ziemlich fleißig, so wie ich das gesehen habe. Wenn ich da jetzt einfach mal gucke, mit Justas Petravicius vom Heilberg Moos, mit dem Gabriel Stark, mit Tim Müller jetzt als neuestes, was ja zu lesen war, mit dem Thomas Lati, mit dem Finnen in 130 Kilo, allein da schon ja vier, ja, wirklich Top-Ringer, ne? Ja, das sind jetzt alle, das ist keine schlechten. Justas Petravicius hat letztes Jahr auch eine super Saison gerungen. Der hat keinen Kampf verloren, ja. Ja. Der hat 7 von 7 Kampf verloren. Gabriel Stark ist auch, denke ich, jemand, der einige Siege holen wird. Und Tim Müller zum Beispiel, der ist auch jetzt wieder fit. Der wird auch den ein oder anderen Sieg dazu beisteuern. Dann haben wir noch in 75 griechisch den Selçuk Kahn, der jetzt auf der EM auch das erste Mal international für Furore gesorgt hat. Genau, ist auch ein ganz, ganz schöner Klotz, also ja. 72 Kilo durchtrainiert bis zum letzten. Er hat sich da in seinen ersten EM-Medaille geholt, ja, auf dem Turnier jetzt. Also auch Dritter oder Fünfter war der Dritter? Fünfter war er dann. Dritter, ja. Also auch ja, erstmal bis dato wahrscheinlich eher unbekannt, dadurch auch nur 5 Punkte für euch, ne? Ja. Also sowas ist ja aktuell auch wichtig, ne? Auch jetzt, wenn ihr natürlich sagt, Christoph Meixner und Tobias Schütz haben ihre Karriere beendet, das sind natürlich die Ringer, die den Punkteschnitt am Ende drücken mit minus 2.
Und umso mehr ist es dann wichtig, Sportler zu haben, die halt eine möglichst geringe Punktzahl haben bei einer möglichst guten Leistung. Ne? Ja, das ist dann die Herausforderung, das zu finden und dann am Samstag immer mit dem Taschenrechner. Aber ich denke, wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden und können dann gespannt auf die Saison sein. Bis drei Neuzugänge wird es vielleicht noch geben. Und dann, denke ich, stehen wir mit einer guten Mannschaft da. Okay, 2 bis 3 ist natürlich schon auch noch eine ordentliche Nummer, wenn ich mir den Kader jetzt anschaue. Ich denke mal, wird sich vielleicht in 80, 86 Freistil oder in 86 Freistil noch was tun. Ich glaube, auch mit dem Polen war man nicht ganz zufrieden wahrscheinlich in Freistil. Ja, 100% überzeugend war es nicht immer, aber er war im Endeffekt ja auch quasi, der hatte in der Oberliga schon mal für uns gerungen und dann ist er quasi mit als unsere Aufstiegsmannschaft mit hochgerutscht und wir haben es dann genauso wie mit dem 57, mit dem Ungarn, mit dem Josef Andrasi ja dann auch gemacht, dass wir die dann mit in die Bundesliga-Mannschaft gezogen haben und mit denen hochgegangen sind. Ja, ist dann in diesen 3 Neuzugängen, muss ich jetzt mal noch ein bisschen nachbohren, ich habe ja schon ein bisschen Buschfunk auch gehört, 57 Kilo Greco wird ja auch gemunkelt, dass da ein weiterer Türke auch ins Team kommt. Kannst du da schon was zu sagen? Also 57 Greco ist eine Gewichtsklasse, wo wir aktuell noch keinen haben. Das könnte passieren, dass da noch jemand kommen könnte. könnte sein, okay. Könnte sein, ja. Ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir doch mal vielleicht nochmal auf die 3 Sportler, Tim Müller, Sergio Schaar und Gabi Schaar. Oder wen hat man noch? Nee, den Hannes hat man noch. Ja, also ich denke auch, euer Juwel ist ja der Hannes, der jetzt dieses Jahr auch 3. Europameister geworden ist. Der natürlich im aktuellen Bundesliga-Format mit -2 Punkten richtig Gold wert ist, ne? Ja, also mit Hannes mit -2 ist wirklich Gold wert. Also da hat letztes Jahr auch wenig Kämpfe verloren, also wahnsinnig gute Kämpfe gemacht. Ja. Es war jetzt auch keine schlechte Gewichtsklasse, 86 Greco und 98 dann auch. Hat nur und so ist er natürlich für uns sehr wichtig, für die Jugend, für Sponsoren. Das ist so einen eigenen zu haben natürlich schon gut zu wissen, dass man den hat. Ja, also hat im Prinzip 2 Kämpfe letztes Jahr verloren gegen Soltan Lewey und Gehan Berg. Und genau. Gegen Zacharias Berg. Da darf man auch mal verlieren, waren auch knappe Kämpfe. Alles 2 keine schlechten. Nee, also von daher Hannes wirklich mit einer richtig starken Entwicklung auch in der Liga und jetzt natürlich gekrönt von seiner Bronzemedaille bei der Europameisterschaft, wo meiner Meinung nach auch noch mehr drin gewesen hätte. Ja, aber es war jetzt seine erste Männermedaille. Er ist jetzt auch noch jung. Ich bin mir sicher, da kommt noch was. Ja, und Potenzial nach oben lassen und dann. Ja, natürlich auch, glaube ich, einer der sympathischen Ringer, die ich jetzt auch so persönlich mit kennenlernen dürfte, der Hannes. Ich glaube, da habt ihr einen richtig guten. Ist auch ja, hoch anzurechnen, dass er damals vom ASV Mainz wieder zu euch zurückgekommen ist. Ich denke, das ist schon einer, der die Stütze im Team dann ist bei euch. Ja, der ist. Schon, also gerade die Mannschaft ist ja auch wegen um ihn gebaut. Also er ist ja der Star in der Mannschaft im Endeffekt als Lichtenfelser. Ja. Und für Fans gerade ist das natürlich ein Traum. Mit dem kann man sich dann auch als Fan unterhalten. Der ist immer freundlich. Genau. Also kann man jetzt nichts Schlechtes sagen. Kann man nichts Schlechtes sagen, hab nur gehört, fängt nicht so viel Fische. So als Fischerkollege. Nee. Okay, dann. Kann ja nicht überall so gut sein wie beim Ringen. Ja, das stimmt. Ja, dann schauen wir mal auf den nächsten aus dem Kader. Wir haben ein paar kleine Ausschnitte, dass man was von denen sieht. Der nächste wäre der Tim Müller. Ja, Tim Müller gibt es ja vielleicht auch noch 1-2 Themen zu besprechen. War jetzt gesperrt laut NADA wegen, ja, also Doping-Test, war ja letztendlich aber auch kein Doping, so wie sich da rauslesen lässt. Ist jetzt aber wieder im Prinzip frei ab Februar, glaube ich. Ne? Also dürfte er wieder ringen. Und deswegen jetzt auch dann der Weg zu euch, wo er ja schon mal war in der Bundesliga. Genau, war er schon 2 Jahre bei uns. Der damals schon 66 Freistil bei uns gerungen und ist danach zu Ispringen gegangen. Und ja, so ist ja die Verbindung zum Team eigentlich immer geblieben.
ist der Schwager von Tobias Schütz, von dem her war ja immer die Verbindung da, und jetzt, wo alles wieder im grünen Bereich ist, war das dann auch naheliegend, dass wir dann wieder mit dem Timmy planen. Ja, ich denke auch ein Top-Mann hat 2018 in Mainz auch eine ganze Menge Kämpfe gewonnen. Klar, ein bisschen schwächer besetzt, kaum Ausländer, gegen Jutschenko zweimal gewonnen. Aber ist ein Kämpfertyp und kann auch seine Kämpfe, was ja auch immer ein Pluspunkt ist, auch also mit 4-0 für die Mannschaft gewinnen. Also der macht auch mal mehr Punkte als zwei. Ja, also das schlimme Spektakel dabei, und nach 4 Minuten Handbremse kennt er eigentlich nicht. Von dem her denke ich, ist das auch für die Fans ganz gut, so einen zu haben, der bis zum Schluss durchzieht. Ja, genau. Haben nochmal nachgeguckt, auch 2018 war eigentlich eine Top-Saison gerungen. 12-11 Kämpfe. Also ein Kampf verloren, und das war eigentlich alles. Also das ist schon wirklich kein schlechter. Gut, dann schauen wir uns doch mal noch den türkischen Neuzugang an. Selçuk Can, ich habe ihn selber auf der EM in Rom sehen können. Ja, ganz schön der Kasten. Ja, ist auf jeden Fall top durchtrainiert, der Kerl. Und ringen kann er auch noch, und dann. Genau, also auch wird es sehr, sehr stark im Standkampf. Vielleicht noch für die Zuschauer auch die Frage, wie macht ihr das? Wie kommt ihr an diese Sportler ran? Arbeitet ihr mit Vermittlern zusammen? Kümmert ihr euch selbst drum? Oder wie macht ihr das Ganze? Ja, das ist so eine Mischung aus allem. Mhm. Letztes Jahr hatten wir schon mit dem Ahmet Duman einen Türken da, der dann auch mal den einen oder anderen Kontakt hergestellt hat, und der dann auch nochmal, den man nachfragen kann, ist der auch wirklich, wie gut ist er? Und dann kann man sich das so ein Bild machen, und dann denke ich, war das eine gute Entscheidung für uns. Das denke ich doch auch. Wird dann vorwiegend 75 Kilo wahrscheinlich bei euch ringen, weil der Achim Thumshörn ja auch wieder zurück zu seinem Heimatverein ist, so wie ich das mitbekommen habe, ne? Genau, der Achim geht wieder auf Neumarkt, weil er jetzt beruflich gerade ein wenig eingespannt ist und das dann jetzt Bundesliga-Sicht, also nicht, was heißt zugetraut, aber die Zeit zum Training aktuell nicht hat. Und deswegen mussten wir da mal nachjustieren quasi, und dann wird 75 Gregor mal ringen, vielleicht auch mal 80, das wird dann darauf ankommen, wie die Gegner stehen, aber normalerweise 75 wahrscheinlich. Ja, also natürlich auch mit seiner Gewichtsklasse flexibel einsetzbar in den Gewichtsklassen. Gut, aber das sind schon mal drei wirklich gute Zugänge, wo ich glaube, Lichtenfels qualitativ einen guten Schub macht. Okay, zwei Neuzugänge höre ich gerade aus der Regie. Hannes Wagner ist ja schon da. Ja, dann hätte ich doch gesagt, schauen wir einfach nochmal. Wir haben mal so ein Starting-Ten-Kader gebastelt. Daniel, du kannst ja natürlich auch mit ein bisschen Gerüchteküche und wer vielleicht gut zu Lichtenfels noch passen würde. Schauen wir einfach mal auf die mögliche Mannschaft. Ich meine, hier sehen wir jetzt mal die Gruppe. Da kannst du ja vielleicht auch nochmal was zu sagen, wie du die Südoststaffel eigentlich siehst, was da die Besonderheiten sind im Vergleich zu den anderen beiden. Also ich habe es ja schon gesagt, dass das schon eine Hammergruppe ist. Wenn man dann auch so hört, wie die anderen Mannschaften sich verstärkt haben. Okay, Burghausen fährt ein bisschen zurück, aber die werden immer noch vorne mitspielen. Also das ist schon eine Liga, denke ich, wo man sagen kann, dass jeder gegen jeden eigentlich an einem guten Tag gewinnen kann. Ja, sie fängt es hinter alles, was hat man auch an den Ergebnissen letztes Jahr auf jeden Fall gesehen. Ja, dann schauen wir nochmal auf die Vorrundenmannschaft. Was wir so vom Pro Wrestling denken, wie die Mannschaft ausschauen könnte und ob es auch punktetechnisch dann zusammenpasst. Taschenrechner ist immer mit am Platz, ja. Ja, vom letzten Jahr natürlich Ahmet Duman dabei. Denk, war auch ein ziemlicher guter Ringer, also Top-Ringer eigentlich mit, hat viele Kämpfe gewonnen. Dann Neuzugang natürlich Petravicius, auch mit 5 Punkten, auch absoluter Siegringer, muss man sagen. Genau, Basti Hofmann, auch vom letzten Jahr dabei. Saftchef zählt auch als N6-Sportler, glaube ich, mit 1 Punkt. Ja.
Da haben wir Tim Müller als Neuzugang noch mit drin in den 75 Freistil. Dann den Türken Can Selçuk auch mit 5 Punkten nur. Dann Marcel Berger auch als Neuzugang dazugekommen. Aber auch ein Neuzugang, ja. Genau, natürlich der Topathlet, der Hannes von euch als Eingewächs mit minus 2. Dann Gabriel Stark mit 3 Punkten und dann der Finne Thomas Latti im Schwergewicht. Kommen wir auf 27 Punkte jetzt. Genau, ich denke. Schließt sich ganz gut. Also ich denke, wenn man das mal jetzt so anhand der Neuzugänge mal so ein bisschen sich anschaut, auch das ist schon eine stabile Mannschaft. Ich meine, mit 28 Punkten, klar, Löcher wird jeder irgendwo haben, also wo er sagt, das Niveau fällt vielleicht beim einen oder anderen Sportler schon ab. Aber ich glaube, damit steht Lichtenfels schon sehr gut da für die Saison. Und kann damit auch, denke ich, einen Sprung machen in den Plätzen. Ja. Also ja, so ist es auf jeden Fall geplant, dass wir heuer oder in der nächsten Saison dann auf jeden Fall mehr Siege haben wie letztes Jahr. So war es geplant, aber so sieht ja die Mannschaft schaut schon in der Vorrunde ganz gut aus. Also könnte man so schon, ja, also in den Überkreuzvergleichen, die ich jetzt so gedanklich auch mal oder die wir durchgespielt haben, da wird es schon ein paar heiße Kämpfe geben, denke ich, ja. Ja, in der Liga wird es viele heiße Kämpfe geben, wenn man die anderen Vereine allerdings so anschaut. Ja. Gut, dann schauen wir uns mal noch die Rückrunde an. Bisschen spekulativer natürlich. Da wusste man ja ganz so viel. Genau, das ist jetzt eigentlich die Spekulation oder der Türken 57. Genau, also natürlich da einer, der vielleicht gut zu Lichtenfels passen könnte oder auch vom Niveau her in die Südoststaffel passen könnte, ist dieser Ömer Recep, ist dritter Mann in der Türkei, so wie ich das mal ein bisschen rausrecherchieren konnte. Ich meine, 57 Greco-Ring, sehr viele Türken in der Liga mit dem Dogas Ayachi und auch, wer denkt noch? Von Schorndorf, Engin Çetin, genau. Sind bereits, glaube ich, zwei Türken, der erste und zweite Mann in 57er in der Liga. Könnte vielleicht ein Kandidat sein, der dem AC weiterhilft, unserer Meinung nach. Könnte. Naja. Genau, 61 Ahmet Duman. Es besteht auch noch die Möglichkeit auf Zurab Karabian, heißt er, glaube ich, der Athlet. Karen Zurabian auszuweichen. Würde aber punktetechnisch natürlich nochmal weitere Umstellungen dann auch bedeuten, weil er hat ja 7 Punkte, weil er, glaube ich... Genau, der kommt mit 7 Punkten, ja. Weil er, glaube ich, U23 einen Titel hatte, oder? Ja. Und dann eben, wie gesagt, Savcev und Hofmann wechseln genau. Gewichtsklasse im Prinzip nur. Tim Müller und Selçuk bleiben in ihrer Gewichtsklasse. 80 Kilo Greco war auch noch so eine Frage. Benedikt Drepholz hat letztes Jahr nicht so viele Einsätze gehabt. Kannst du da schon was sagen? Bleibt der Benedikt bei euch oder wie geht ihr damit um in der Gewichtsklasse? Ja, letztes Jahr war er relativ lang verletzt dann in der Saison gewesen, deswegen war es dann auch nur ein Einsatz in der ersten Mannschaft. Und wie es dann in der Saison sein wird, das ist noch nicht hundertprozentig raus. Ja. Also weil alle Baustellen sind noch nicht geschlossen. Nein, gut, klar. Geschlossen, aber das Grundgerüst, soweit es steht. Nee. 86 Freistil hat man ja auch schon mal angedeutet, dass da noch was passieren könnte. Masterberger ist natürlich zu leicht eigentlich für 86 Freistil. Aber auch da gibt es ja noch, da fallen mir noch ein, zwei Namen ein, die natürlich auch gut passen könnten, die aber auch vielleicht schon bei euch waren. Schauen wir mal, wer es dann am Ende wird. Und dann natürlich die Frage auch, natürlich regt Hannes Wagner dann in so einer starken Liga auch nochmal die 98. Wäre jetzt auch sowas? Oder ist das nur ein Joker? Er wird auch in 98 seine Kämpfe machen. Ob er jetzt dann alle macht, das wird dann die Saison sehen, wird man in der Saison sehen, aber er hat ja letztes Jahr gezeigt, dass er auch in 98 mitringen kann. Absolut, ja. Und dann haben wir als letztes noch den Kamil Kostschleck, das war ja euer Sorgenkind vom letzten Jahr. Top-Sportler, macht richtig attraktive Kämpfe, war aber letztes Jahr, glaube ich, verletzt. Aufgrund von einem Kreuzbandriss komplett raus. Er hat sich bei der WM beim Aufwärmen die Kreuzbänder gerissen, deswegen war da auch kein Einsatz. Ja, wie das dann sein wird, müssen wir dann sehen, da hat man theoretisch ja auch noch einen Gabriel Stark. Also natürlich, da kann man auch spielen, ja.